Viele Frauen haben Angst vor den Wechseljahren. Sie haben Angst vor nächtlichem Schwitzen, vor schlaflosen Nächten, vor Panikattacken, Gewichtszunahme. Und das muss aber eigentlich nicht sein. Und in unserer heutigen Podcast-Folge habe ich meine liebe Freundin und TCM Ernährungsberatungskollegin Katharina Ziegelbauer zum Gespräch eingeladen. Und wir reden über die Wechseljahre. Katharina hat sogar auch ein Buch dazu geschrieben. Und du kannst dich mit der TCM, mit den richtigen Lebensmitteln, mit westlichen Kräutern, mit der Lebensführung sehr gut auf die Zeit des zweiten Frühlings, wie es so schön heißt, in der traditionell chinesischen Medizin gut vorbereiten. Und auch wenn die eine oder andere Beschwerde kommt, kann dich die TCM-Ernährung, Kräuter, auch westliche Kräuter und auch so kleine Veränderungen in deinem Leben oder auch so in deinem sich selbst wahrnehmen und mit sich selbst umgehen, sehr, sehr gut unterstützen. Und darüber sprechen wir, die Katharina und ich. Und sie ist wirklich so ein positives Beispiel auch für uns Frauen, dass wir uns gerne heranziehen dürfen. Und du wirst es gleich in unserem Interview erleben, dass sie sehr optimistisch und positiv gestimmt auf die Wechseljahre zugeht. Und da können wir uns ein großes Stück von ihr abschneiden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit unserem Interview, mit unserem Gespräch. Und vor allem wünsche ich dir, dass du leicht, entspannt in die Zeit des Wechsels gehst und vor allem, dass du auch positiv und gut durch die Zeit des Wechsels gehst. Alles Liebe und viel Freude mit unserem Gespräch. Ich hole Katharina einfach gleich dazu und es geht schon los. Liebe Katharina, ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, dass du bei mir zum Interview bist. Und eigentlich ist es jetzt echt schon an der Zeit, oder? Ich meine, wir kennen uns so viele Jahre und wir sind noch befreundet miteinander, was ich wunderschön finde. Aber du warst bis jetzt noch nicht in meinem Podcast und deshalb müssen wir das unbedingt ändern. Und umso ein herzliches Hallo hier. Und wir haben uns ein wunderschönes Thema ausgesucht. Und zwar sprechen wir über die Wechseljahre. Du hast auch dazu ein Buch geschrieben, und zwar mit Yin und Yang im Wechsel, was ich euch auf jeden Fall auch verlinke rund um diese Folge und euch sehr ans Herz lege, dieses Buch. Und in diesem Buch, wir starten einfach gleich ins Thema, gell? In diesem Buch schreibst du, du warst beim Schreiben, bist du 47 Jahre alt geworden und hast so in den zwei vorhergehenden Jahren so das erste Mal so ein bisschen gespürt, dass es vielleicht sein könnte, dass sich die Wechseljahre ankündigen, weil du dann zum ersten Mal so Zwischenblutungen bekommen hast. Magst du uns einmal so mitnehmen, ein bisschen auf deine persönliche Reise mit dem Thema Wechseljahre, was sich so in dieser Zwischenzeit getan hat bei dir? Mhm, gerne. Ja, also ich freue mich auch total, hier zu sein, liebe Anna, und bei deinem tollen Podcast auch mal dabei sein zu dürfen. Und ja, genau, ich war 47, wie ich es geschrieben habe. Inzwischen bin ich 49. Und was ich jetzt bemerke, ist einfach, dass der Zyklus noch unregelmäßiger wird. Also ich hatte mein ganzes Leben lang, also solange ich halt die Regel hatte, immer einen sehr regelmäßigen Zyklus. So alle 4 Wochen konnte ich eigentlich die Uhr danach stellen. Und eben seit einigen Jahren sind es mal 3 Wochen, mal 5 Wochen. Und jetzt hatte ich zum Beispiel sogar 8 Wochen, was ziemlich außergewöhnlich war. Und was ich jetzt auch mehr spüre, sind so ein bisschen Brustspannungen und so. Also eigentlich so typische Symptome auch von PMS. Und das habe ich auch gelernt, wie ich da recherchiert habe für das Buch, zusätzlich zur TCM-Ernährung, dass das auch ganz typisch ist, dass eben gerade am Anfang der Wechseljahre, also so ab Mitte 40 oder so, dass da eben diese nach TCM Leber-Qi-Stagnationssymptome, also Unregelmäßigkeiten im Zyklus, ja, Brustspannungen, Unwohlsein vor der Menstruation, Stimmungsschwankungen, Verdauungsprobleme und so weiter, dass das eben auch ganz typisch dann ist für diese Jahre, für diese Anfangsjahre von den Wechseljahren. Und später ändert sich dann ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt genau das, wo ich drin bin. Aber sonst bin ich froh, sagen zu können, dass ich keine Hitzewallungen habe oder Nachtschweiß oder Schlafstörungen oder so. Unerwünschtes Zunehmen, das habe ich damals, wie ich das Buch geschrieben habe, bei meinen Followern abgefragt, was ist das, was sie am meisten interessiert, und da ist wirklich am meisten gekommen, oder wovor sie auch Angst haben,
dieses unerwünschte Zunehmen, dass man dann einfach so ausgeliefert ist, man nimmt immer mehr zu und kann das eigentlich nicht beeinflussen, erlebe ich überhaupt nicht. Führe ich natürlich auf die TCM-Ernährung zurück, eh klar. Ja, so geht es mir heute, genau. Und du hast doch so einleitend in deinem Buch geschrieben, dass du dich eigentlich auch freust auf die Zeit nach dem Wechsel. Worauf freust du dich da besonders? Weil du das doch sehr, also ja, du schreibst das Buch allgemein sehr positiv, ja, mit einer sehr positiven Einstellung. Und ich finde es so schön, weil viele Frauen haben ja oft Angst vor den Wechseljahren. Darüber sprechen wir jetzt dann eh auch gleich. Wo siehst du so diese positive Kraft aus den Wechseljahren für dich? Also ich finde ja wunderschön eben den Begriff aus der TCM. Da heißt es ja nicht Wechseljahre, sondern zweiter Frühling. Und das finde ich einfach schon viel positiver als jetzt Menopause und solche medizinischen Begriffe. Und ich freue mich besonders, nicht mehr daran denken zu müssen, dass irgendwann die Blutung kommt, weil es ist schon, finde ich, eine gewisse Einschränkung, wenn man überlegen, ein bisschen planen muss und man muss die Sachen mithaben und so. Und ja, natürlich auch bei der Sexualität, dass man da keine Rücksicht mehr nehmen muss, dass man keine Angst haben mehr muss, schwanger zu werden. Was übrigens, Achtung, was ich beim Recherchieren herausgefunden habe, für alle, die in unserem Alter, in meinem Alter, Entschuldigung, du bist noch jünger, in meinem Alter sind. man kann tatsächlich noch schwanger werden bis 2 Jahre nach der letzten Blutung, sagt man so. Also man muss wirklich aufpassen. Ich höre immer wieder von Freundinnen, ach, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Jetzt habe ich schon, keine Ahnung, ein paar Monate keine Menstruation mehr gehabt. Ist aber nicht so. Es ist wirklich 2 Jahre noch möglich, dass die Blutung wieder kommt, auch dass ein Eisprung ist und so weiter. Also, und das ist dann auch das, was man Menopause nennt, eben, wenn man 2 Jahre keine Blutung mehr gehabt hat. Das nur so nebenbei. Aber das finde ich einfach so, es fallen so viele Sachen weg, die einen halt, natürlich, das war jetzt während das so war, kein Problem, aber ich finde es auch angenehm, dann da nicht mehr dran denken zu müssen. Und das nächste ist einfach, dass ich allgemein auch dieses Älterwerden schön finde. Und das ist, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich viele Frauen vor den Wechseljahren fürchten oder eine eher negative Einstellung oder Erwartungshaltung auch haben, weil natürlich das Alter, Altwerden und Wechseljahre hängt halt vom Alter her auch damit zusammen, 50, 60, man wird halt dann irgendwann alt. Da gibt es einfach in unserer Gesellschaft eine eher negative Haltung dem Alter gegenüber, vor allem bei uns Frauen. Man ist nicht mehr so schön, man ist nicht mehr so schlank, man ist nicht mehr so beliebt bei den Männern oder wie auch immer. Man wird nicht mehr so bewundert für die Schönheit, also falls man sich damit identifiziert hat. Und ja, und deswegen finde ich einen total wichtigen Ansatz, um entspannte Wechseljahre zu erleben, dass man auch diese Einstellung dem Alter überhaupt gegenüber, dem Alter entgegen überhaupt sich mal überlegt, wie will ich denn darüber denken, wie denke ich jetzt darüber? Und wie sehr beeinflusst dann auch das, was ich erlebe. Und in meinem Fall finde ich es einfach, merke ich einfach jetzt schon, das Leben wird immer besser, je älter ich werde. Also ich war mit Anfang 20 bei weitem nicht so in mir ruhend, so zufrieden, so gelassen. Ich konnte mein Leben bei weitem nicht so genießen, wie ich das heute tue, weil ich noch viel mehr Selbstzweifel, Sorgen um alles Mögliche gehabt habe und mir meiner selbst nicht sicher war, nicht gewusst hätte, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich. Und ich finde, das ist einer der Vorteile beim Älterwerden und damit auch bei den Wechseljahren, dass man einfach noch einmal mehr weiß, immer besser weiß, wer bin ich, was will ich im Leben und wie hole ich es mir auch. Du hast es schon angesprochen, diese Angst vor den Wechseljahren hängt ja ganz viel zusammen bei vielen Frauen mit der Angst vorm Älterwerden und auch so diesen eigenen Bild, dass man vielleicht auch wirklich so lange wie möglich auch von sich erhalten möchte. Mhm. Viele Frauen haben aber auch wirklich Angst vor den Symptomen, weil das ist ja genau das, was wir oft hören: Hitzewallungen, schlaflose Nächte, Panikattacken, Gewichtszunahme. Wie können wir den Frauen diese Angst nehmen? Dein Buch ist wirklich sehr positiv ausgerichtet und was wir oft hören, und das ist ja das Negative oft, betrifft es wirklich so viele Frauen, dass sie mit diesen negativen Symptomen von den Wechseljahren zu kämpfen haben? Genau, danke. Das ist genau das, worüber ich mich freue, dass ich das heute auch deinen Hörerinnen und Hörern mitgeben darf. Dass man einfach wissen muss, dass tatsächlich nur ein Drittel aller Frauen von wirklich schweren Nebenwirkungen betroffen ist. Ein Drittel hat
also mäßige Beschwerden und ein Drittel gar nicht. Also ein Drittel aller Frauen hat einfach überhaupt keine Beschwerden in den Wechseljahren. Und ja, warum sollte man nicht erwarten, dass man genau zu diesem Drittel gehört? Weil Wissen tun das nicht. Aber es sind eben bei Weitem nicht alle. Was ich glaube, was ganz wichtig ist, sind auch die Vorbilder, die jeder von uns in seinem Leben hat. Jeder hat eine Mutter, eine Tante, eine Großmutter und hat erlebt, wie es den Frauen, die man im Leben eben, denen man im Leben nahe ist oder war, wie es denen gegangen ist in den Wechseljahren. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, sich mal zu überlegen, okay, was habe ich denn da erlebt? Vielleicht, als ich noch jung war, wie ist es den Frauen in meinem Leben in diesen Jahren gegangen? Und wenn wir da eben bei unserer Mutter, Großmutter etc. erlebt haben, dass es denen schlecht gegangen ist, also mit Hitzewallungen und ständig Schweißausbrüche und alle möglichen, es gibt ja noch, keine Ahnung, plötzlich starke Kopfschmerzen, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr unangenehme Symptome, dann ist natürlich klar, dass man dann einfach auch mehr Respekt davor hat und ein bisschen Angst, dass einem das selber dann auch passiert. Und dann finde ich es wichtig, sich umzuschauen, wo es Frauen gibt, wie mich zum Beispiel, die eben nichts haben, ja, oder die nur ganz wenig haben und sich auch an denen zu orientieren, dass man weiß, es gibt auch andere, es muss nicht so sein. Weil ich habe das Gefühl, viele Frauen denken, das muss halt so sein, da kann ich nichts tun dagegen. Und das ist natürlich der nächste Punkt. Unser beider Thema, die TCM-Ernährung, hat natürlich ganz viele Tipps, erstens vorzubeugen, aber auch schon wirklich bei akuten Problemen, die einfach zu mildern, zu verbessern und das ganze Wohlbefinden zu verbessern. Ab welchen Jahren können Frauen so rechnen, in die Wechseljahre oder in den zweiten Frühling zu kommen? Weil ich habe auch meine Community gefragt, ob sie zu dem Thema Wechseljahre Fragen haben. Und da kamen auch einige Fragen. Ich stehe erst am Anfang meiner 40er und habe die ersten Wechseljahre-Beschwerden. Du hast doch in deinem Buch mit der Gela Löhr ein Interview drinnen. Sie ist mit Anfang 40, also voll mitten im Wechsel gewesen und war mega überrascht davon, dass sie auf einmal so jung, das ist uns ja nicht bewusst, dass man dann so jung auch schon in den Wechsel kommen kann. Wann können wir Frauen damit so ungefähr rechnen? Ja, wie du sagst, es ist auch unterschiedlich. Es gibt halt wirklich auch Frauen, bei denen fängt er schon mit Ende 30 an. Hier kann man tatsächlich sich ein bisschen auch an der Mutter orientieren, weil das ist schon ein gewisser vererbter Faktor auch anscheinend. Auch zum Beispiel, wann die Regel eingesetzt hat. Ja. Also je früher oder je später, all das kann einen Einfluss haben. Aber so durchschnittlich würde ich sagen, mit Mitte 40 fängt so an ein bisschen. Und das Erste würde ich eben sagen, sind diese Unregelmäßigkeiten im Zyklus. Und ja. Und du hast vorher auch schon eingangs gesagt, so mit 52 oder mit Anfang 50 versiegt dann unsere Blutung. Und wenn wir dann so 2 Jahre keine Blutung hatten, dann sagt man, okay, jetzt ist man im Wechsel. Und du gehst auch hier eben in deinem Buch sehr viel auf verschiedenste Symptome ein, wie die TCM eben auf der einen Seite vorbeugend helfen kann und auf der anderen Seite nachbeugend, also nein, nicht nachbeugend, sondern unterstützend vor allem auch. Ja. Und du gehst auf wirklich, da findet man eine ganz lange Liste von Beschwerden, Beschwerdebildern, Ernährungstipps. Und in deinem Buch findet man ja viele Ernährungstipps aus der TCM, Kochtipps, Rezepte aus der westlichen Kräutertherapie. Und viele haben wirklich gefragt, kann die TCM tatsächlich mich unterstützen, vorbeugend bei den Wechseljahren, wenn ich das Gefühl habe, ich komme schon langsam in den Wechsel? Und kann ich wirklich tatsächlich auch etwas machen, wenn ich in den Wechsel komme? Also ich habe bei vielen Fragen so dieses Gefühl gehabt, so dieses Wow, kann die TCM da wirklich, wirklich helfen? Einfach, wenn ich mit der Ernährung etwas mache, weil wir hören von Hormontherapien und von dem und von dem und medikamentöse Einstellung. Klar, ich glaube, das ist jetzt auch so ein wichtiger Punkt, auch zu sagen, lasst euch bitte auch von einem Arzt untersuchen und auch begleiten. Also auch unser Podcast-Interview ist natürlich auch bei weitem kein Ersatz dafür, überhaupt nicht.
Kann das die TCM wirklich, Katharina? Eine schöne Frage. Ja, natürlich. Und das Vorbeugen finde ich so interessant. Also was ich auch damals bei der Recherche herausgefunden habe, ist einfach ein Anzeichen, was man, auf das man schon früh achten kann in seinem Leben als Frau sozusagen, ist, wie geht es mir mit der Menstruation eben? Also wenn du schon in den 20ern und 30ern dazu neigst, Krämpfe zu haben, Beschwerden zu haben, Schmerzen, starke Unregelmäßigkeiten oder eine sehr starke Blutung etc., dann ist das schon einmal ein Hinweis darauf, dass du möglicherweise auch im Wechsel Probleme bekommen wirst. Wenn du hingegen immer eher keine Probleme gehabt hast bei der Menstruation, ist das ein recht guter Hinweis darauf, dass du auch im Wechsel weniger Beschwerden haben wirst. Und das ist natürlich etwas in der TCM, das gehört einfach zu der Leber-Qi-Stagnation. Also die Leber ist mit der Menstruation eng verknüpft und wenn ich schon eben vor den Wechseljahren weiß, ich bin jemand, der eben Probleme hat oder der Beschwerden hat mit der Menstruation, bei dem das alles nicht so leicht geht, dann kann ich da schon anfangen, die Leber zu unterstützen mit bestimmten Maßnahmen, das Leber-Qi zum Fließen zu bringen und neben bestimmten Ernährungstipps, wie zum Beispiel mehr grünes Gemüse essen, weil grünes, die Farbe grün, die Leber stärkt nach TCM, Sprossen zu essen, frische Kräuter zu verwenden, weniger schwer zu essen, weniger Fleisch, mehr pflanzlich und so weiter, Sachen wie Stress, Umgang und der Umgang mit Emotionen ins Spiel, weil die Leber sehr anfällig ist für heruntergeschluckte Emotionen, für Druck, für Leistungsdruck, für Stress, für Zeitdruck. Und all das haben wir natürlich, haben viele von uns in ihrem Leben ständig. Und gerade wenn wir in den 20ern, 30ern vielleicht uns beruflich eine Karriere aufbauen oder mit Familie und so weiter noch alles, was dazugehört. Und das hat alles einen starken Einfluss, den man nicht unterschätzen darf, auf die Leber und damit auch auf die Menstruation und damit auf die Wechseljahre. Das heißt, wenn wir vorbeugen wollen, dann müssen wir nach TCM auf die Leber achten, dass das Leber-Qi gut fließt. Und das Nächste, was ganz wichtig ist, schauen, ob wir zu Hitze neigen. Weil nach TCM ist es so, dass die monatliche Blutung auch den tollen Effekt hat, uns zu kühlen, also überflüssige Hitze auszuleiten aus dem Körper. Und wenn das natürlich dann wegfällt, weil die Blutung seltener wird oder aufhört, dann bleibt diese Hitze im Körper und dann eben Hitzewallungen, Nachtschweiß und so weiter. Und deswegen, und das ist aber auch etwas, was nicht von heute auf morgen kommt, plötzlich, wenn wir Mitte 40 sind, sondern natürlich diese Hitze hat sich über die Jahre, über die Jahrzehnte angestaut. Und auch hier, wenn wir da rechtzeitig darauf achten, bin ich jemand, dem leicht heiß ist, der vielleicht oft Entzündungen im Körper hat, das ist eben ein Zeichen für Hitze, rote Hautausschläge, Kopfschmerzen, also starke Kopfschmerzen oder andere Hitzezeichen wie Sodbrennen zum Beispiel, also bestimmte Magenbeschwerden, die auch auf Hitze hindeuten. Wenn ich das schon weiß, dann kann ich schon auch frühzeitig schauen, dass ich eben die erhitzenden Zutaten, wie zum Beispiel scharfe Gewürze, aber auch Kaffee im Übermaß oder Ingwertee und solche Sachen, die möglichst reduziere, die erhitzenden Sachen möglichst mit eher neutralen und sanft kühlenden Zutaten zu ersetzen. Und da kann ich super vorbeugen, dass dann eben die Hitze mich nicht plötzlich überrascht, wenn ich dann Mitte 40 bin und Ende 40 und die Blutung schon langsam aufhört und dieser Kühlungseffekt eben aufhört. Mhm. Und was ich so interessant finde, ich habe jetzt auch nochmal in Vorbereitung für dieses Interview in meinem Buch geblättert, weil ist ja schon jetzt vor 2 Jahren erschienen oder fast 2 Jahren. Und da ist auch ein Interview drinnen mit einer Hormonexpertin und die mit der Alex Broll mit weichem B. Und die sagt zum Beispiel, dass Stress tatsächlich eines der wichtigsten hormonellen Störfaktoren ist oder Störfelder, weil nämlich das Cortisol, das beim Stress frei wird, ein sogenannter Progesteron-Stil ist. Also er macht einen Progesteron-Stil. Das heißt, das Cortisol, was beim Stress entsteht, nimmt das Progesteron weg, was uns oft eh schon fehlt in den Wechseljahren. Und da gibt es ganz viele Zusammenhänge. Und das ist jetzt nicht nach TCM, aber ich finde es interessant, weil es einfach zusammenpasst mit dem, was wir aus der TCM wissen, nämlich dass eben Stress, mangelnder Schlaf und so weiter
wirklich unsere Menstruation stören kann, die Leber natürlich stören kann, diese ganzen Abläufe. Und deswegen finde ich das vielleicht auch gut, das von der medizinischen Seite zu sehen, um das wirklich vielleicht noch mehr ernst zu nehmen. Ich habe immer das Gefühl, dass diese weichen Themen wie Umgang mit Stress, ausreichend Schlaf, Entspannen, dass das nicht so richtig ernst genommen wird. Also die Leute wollen lieber irgendwelche Kräuter haben, die sie nehmen können oder irgendwelche genauen Nahrungsmittel oder so. Aber das ist halt mindestens genauso wichtig. Absolut. Was glaubst du, woran das liegt, dass die Leute lieber Kräuter nehmen oder sich akupunktieren lassen oder einen 5-Schritte-Fahrplan von diesen 5 Lebensmitteln in die Nahrung einbauen möchten, als sich wirklich so mit ihren Stressoren und mit ihrem Schlaf und mit ihrem Innersten zu befassen? Ich glaube, dass das einerseits das ist, wie wir konditioniert sind, auch durch die Medizin, also dass man einfach zum Arzt geht und man bekommt ein Medikament, wenn man krank ist. Und da wird man normalerweise nicht gefragt, wie geht es dir eigentlich oder wann gehst du normalerweise schlafen oder so. Also ich glaube in den seltensten Fällen halt, sondern okay, du hast dieses Symptom, dann kriegst du dieses Medikament. Und so sind wir halt alle, die meisten von uns, aufgewachsen. Und so haben wir gelernt, wenn wir Beschwerden haben, gehen wir zum Arzt, bekommen ein Medikament und werden wieder gesund. Also einfach, dass wir es nicht gelernt haben. Und natürlich, weil es auch der etwas aufwendigere Weg ist, weil wir müssen uns halt dann wirklich mit uns auseinandersetzen und die Verantwortung für uns selber übernehmen und können es nicht outsourcen an irgendwelche, ob es jetzt TCM-Expertinnen sind, ob es Ärzte sind, ob es Homöopathen sind, ob es Heiler, in welche Richtung auch immer sind, die uns sozusagen etwas die Hand auflegen, etwas geben, etwas sagen, dass wir wieder gesund sind, sondern wir müssen selber was machen. Und das ist aber auch das, wozu ich immer alle ermutigen will. Und ich glaube, du auch, oder? Das ist etwas, die Verantwortung für sich, für seine eigene Gesundheit, sein eigenes Wohlbefinden zu übernehmen. In Wirklichkeit, glaube ich, das ist ein riesiger Teil davon, wie wir gesund sein und bleiben können, indem wir das für uns selber auch bereit sind zu übernehmen. Und auf lange Frist ist es der einfachere und vor allem billigere Weg. Kurzfristig könnte es sein, dass es etwas anstrengender wirkt, aber und da gehört natürlich auch die Ernährung. Gell? Weil man sich unbequem. Dann auf einmal mit Dingen auseinandersetzen muss, die einfach unbequem sind oder schmerzhaft sind oder ja vieles in uns auslösen. Und ich habe so das Gefühl, und du leitest das auch so schön in deinem Buch ein, ich habe so das Gefühl, dass gerade so dieser Faktor Schlaf und Stress und unseren emotionalen Zustand, dass das oft so diese Basis ist dafür, wie wir uns ernähren. Das heißt, die Ernährung sehe ich ja auch immer in unseren 5 Pfeilern nach der TCM und so weiter, sehe ich immer als die Basis von allen Pfeilern. Aber als Basis für unsere Ernährung sehe ich auch ganz viel die andere und also einfach unsere Lebenssituation, wie wir durchs Leben gehen, weil wir uns dann oft genau so dann ernähren. Ja, das ist mit dem Ernähren, das ist ja auch schon, damit fängst du schon an, mal überhaupt für sich selber kochen zu müssen. Ja. Das ist schon einmal etwas, was man auch für sich selber übernehmen muss und bereit sein muss, da was zu ändern, selber was zu ändern. Ne? Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, vielleicht noch so eine allgemeine Frage, weil das sicherlich viele auch interessiert. Was ist oder was hast du für dich gelernt oder herausgefunden, was so der größte Unterschied ist, wie die westliche Medizin die Wechseljahre der Frau sieht und die traditionell chinesische Medizin die Wechseljahre der Frau sieht? Also wir haben jetzt auch schon von zweiten Frühling gesprochen. Wie ist da auch so dieser Zugang zu diesem Älterwerden oder zu dieser zweiten Lebenshälfte aus östlicher Sicht? Ja, also was halt interessant ist von der Statistik her, ist, dass in China oder in anderen asiatischen oder östlichen Ländern Probleme mit den Wechseljahren gar nicht wirklich so bekannt sind. Das haben halt die meisten Frauen dort haben gar nichts. Und wenn das so wäre, wie es unsere Medizin sagt, dass es einfach sozusagen, dass die Hormone schuld sind, also dass wir zu wenig Östrogen, Progesteron und so weiter dann haben, wie das auch immer gegenseitig beeinflusst, dass es nur daran liegt, dann müssten ja diese Frauen das genauso haben. Also es kann nicht nur das sein. Und traditionell wird in China, wird alten Menschen
viel mehr Achtung entgegengebracht als bei uns halt. Bei uns, wenn man sich das anschaut, gerade wir Frauen, ab einem bestimmten Alter verschwinden wir aus der öffentlichen Wahrnehmung, also in den Medien, in den Filmen. Frauen mit 40 bekommen keine, nur noch schwer Jobs als Schauspielerinnen oder Moderatorinnen und so weiter. Und eben auch hier gibt es wenige Vorbilder für ein glückliches, friedvolles, fröhliches Alter auch. Mhm. Also und ich glaube, der Unterschied ist der, dass man in China das nicht als Krankheit sieht. Bei uns ist es gleich wieder so wie eine Krankheit. Schön, da muss man dann Hormone geben und dann geht man zum Arzt und so. Und in China und ist es so, wie es ja auch der Name sagt, Wechsel. Ich meine, es ist wieder der westliche Name, aber trotzdem, es ist einfach der Wechsel von einer Lebensphase in eine andere Lebensphase, nämlich von der fruchtbaren Lebensphase in die, in der wir nicht mehr fruchtbar sind. Mhm. Und das ist ja auch sehr weise vom Körper, weil er sich Energie spart, weil diese monatliche Blutung aufrechtzuerhalten und immer den Eisprung und alles, das kostet den Körper einiges an Energie. Und das können wir dann für unser Alter sozusagen bei uns behalten. Und da deswegen auch zweiter Frühling noch einmal das tun, was uns wirklich Spaß macht und rausgehen und ja, unsere Energie für was anderes benutzen. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach der Unterschied, dass es bei uns eher als Krankheit gesehen wird und in der TCM ist es einfach ein normaler Lebensabschnitt, den man halt auch gut begleiten kann, falls doch Beschwerden auftreten. Aber eigentlich rechnet man nicht damit, dass Beschwerden auftreten müssen. Also es ist einfach okay. Bei uns genau umgekehrt, gell? Man rechnet schon damit, dass Beschwerden kommen. Und ja. Und zu den Beschwerden, du hast ja schon über die Leberblutstagnation oder die Leber-Qi-Stagnation gesprochen oder Leberblutmangel in dem Sinn ja auch, was die Leber betrifft, weil die Leber ja das Blut speichert. Wenn wir jetzt uns so anschauen aus Sicht der TCM, was sind nun so die konkreten Dinge, an die Frauen sich halten sollten, wenn es um die Wechseljahre geht? Was gilt es denn wirklich in unserem weiblichen Körper dann zu stärken, wenn wir über die Wechseljahre sprechen? Also die Leber auf jeden Fall, den grünen Lebensmitteln, da hast du ja auch schon vieles genannt. Also ich würde sagen, dann auf jeden Fall die Nieren. Weil die Nieren nach der TCM prinzipiell für den ganzen Prozess des Älterwerdens zuständig sind und das Nieren Yin und das Nieren Yang einfach die Wurzel von allem Yin und Yang im Körper sind und einfach ganz wesentlich sind, gerade wenn wir älter werden und auch für die Wechseljahre. Also viele typischen Wechseljahrbeschwerden, die wir so kennen, werden nach TCM als Nieren-Yin- oder Nieren-Yang-Mangel eingeordnet. So wie die Hitzewallungen oder Nachtschweiß zum Nieren-Yin-Mangel gehören, so wie die Osteoporose auch zum Nieren-Yin-Mangel gehört, so wie die Beckenbodenschwäche oder Blasenschwäche zum Nieren-Yang-Mangel gehört und so weiter. Also die Nieren zu stärken. Und prinzipiell, also ich möchte noch gerne einen allgemeinen Tipp vielleicht geben, ist natürlich, dass wenn wir eben älter werden, und das fängt nach der TCM jetzt traditionell nicht erst mit 70 an, sondern eben mit Mitte 30, 40, dann ist es ganz normal, dass unsere Ressourcen Schritt für Schritt nachlassen oder abnehmen. Und dazu gehört eben das Qi, vor allem das Milz-Qi, das Blut, das Yin, das Yang. Und es ist nicht pathologisch, also krankheitserzeugend, sondern es ist physiologisch, also ganz normal. Und wenn das Milz-Qi aber abnimmt, dann heißt das auch, dass unsere Verdauung etwas empfindlicher wird, und dass wir leichter Feuchtigkeit ansammeln, was genau die Ursache für das unerwünschte Zunehmen ist. Und das, ich glaube, diese Erfahrung haben viele von uns schon gemacht, oder? Bei einem bestimmten Alter ist es einfach, können wir nicht mehr einfach alles essen wie früher, sondern wir merken bestimmte Nebenwirkungen wie Verdauungsprobleme oder eben Zunehmen etc. Und was wir da machen können, ist einfach wirklich noch viel mehr auf die Verdauung zu achten, dass wir einfach die schwer bekömmlichen Sachen immer weniger oder halt nur noch wirklich bewusst und ab und zu uns gönnen, aber nicht mehr so wie früher, einfach so als Gewohnheit täglich oder so, sondern dass wir wirklich mit eher kleineren Portionen, für die wir auch uns Zeit nehmen beim Essen, also wirklich gut kauen auch, uns nicht überessen, nicht zu viel Süßes und so weiter,
Also ich bin ja nie für Verbote, sondern es ist ja immer alles erlaubt, aber einfach auf die Menge da, dass wir uns einfach noch bewusster sind, okay, es ist ganz normal, dass die Verdauungskraft einfach, das Milz-Qi einfach im Laufe der Jahre abnimmt. Und wir können aber eben durch die Ernährung ganz viel tun, damit es eben erhalten bleibt. Unter anderem eben natürlich auch, dass wir unsere gekochten Mahlzeiten essen und weniger rohes und kaltes, um das Verdauungsfeuer gut zu unterstützen. Du sagst doch schon einen wichtigen Punkt, und zwar eben die Mitte, die Milz stärken, die Verdauung stärken. Und da empfehlen wir ja immer die gekochten Mahlzeiten, um einfach so das Milz-Qi gut zu unterstützen mit gekochten, warmen Mahlzeiten. Also ich glaube, gerade wenn wir Hitzewallungen haben oder zu Hitzewallungen neigen, ist dieser Tipp, es muss nicht heiß gegessen werden, umso wichtiger. Und ich habe hier auch eine gute Frage zu diesem Thema aus der Community. Und zwar schreibt sie, ich habe das Gefühl, mit warmem Frühstück kommen die Hitzewallungen. Beziehungsweise habe ich hier noch eine Frage, die gut zu dieser Hitze nämlich auch passt. Wie reduziere ich Hitze? Es klappt mit dem, was ich auch in der TCM lese, einfach nicht. Kannst du da zu der Hitze vielleicht und vielleicht auch so zur Mitte noch ein paar Tipps geben? Also was das Frühstück betrifft, einerseits, so wie du sagst, ich würde es nicht heiß essen. Also wenn man schon die Hitze ziemlich stark spürt, dann ist es besser, die gekochten Mahlzeiten, auch Mittagessen, Abendessen, eher lauwarm zu essen, aber auf jeden Fall nicht so heiß. Vor allem, wenn man selber schon merkt, dass man es nicht angenehm empfindet. Also da einfach auch wirklich dem Körper vertrauen, was er für Signale gibt. Und natürlich kann man, und dann beim Frühstück muss man sich einfach die Zutaten noch anschauen, weil natürlich gibt es jetzt Zutaten, die mehr wärmend sind und welche, die weniger wärmend sind. Und wenn man zum Beispiel ein süßes Getreidefrühstück isst, würde ich bei Hitze eher keine Haferflocken essen, weil die halt das einzige Getreide sind, die wärmend wirken. Dann würde ich eher Hirse essen oder Polenta oder Reis und so weiter. Und allgemein, und die Gewürze habe ich noch vergessen. Genau. Die Gewürze sind auch noch wichtig, weil viele geben sich dann einfach so zum Frühstück Zimt dazu oder so. Und das ist halt auch erhitzend. Also dass man auch sich das mal einfach anschaut, was sind die Zutaten. Und prinzipiell, wenn man viel Hitze hat, kann man natürlich auch ein bisschen den Rohkostanteil erhöhen. Also besonders günstig sind das so kleine bittere Blattsalate, weil die einfach kühlend wirken und weil bitter auch absenkend wirkt. Also gerade wenn man im Kopf eben Hitze hat, holt dieses bittere, kühlende Essen wie eben bittere Blattsalate die Hitze ein bisschen runter. Und das heißt, ein gekochtes Mittagessen und dazu einfach einen kleinen grünen Salat. Und je nach Jahreszeit ist es sowieso so, dass man im Sommer mehr Rohkost essen kann als im Winter. Also einfach auch schauen, was hat gerade Saison. Und das dann auch wirklich nutzen, das, was der Sohn hat. Und natürlich gibt es dann gegen die Hitze noch, also wenn man schon die erhitzenden Zutaten meidet oder reduziert hat, da gehört zum Beispiel auch Kakao dazu. Da gehört auch dazu Alkohol und andere Dinge. Rauchen. Dann kann man natürlich, bitte? Rauchen. Rauchen, genau. An das denke ich nie, aber ja, rauchen, genau. Dann kann man natürlich noch bestimmte Kräutertees verwenden. Also westliche Kräutertees und natürlich auch TCM-Kräutertees, die man sich selber mischen lassen kann bei TCM-Ärztinnen. Mhm. Und wieder die Emotionen, weil genauso wie die Ernährung Hitze erzeugen kann, können auch Emotionen erhitzend wirken. Eine bekannte Emotion dafür ist zum Beispiel Ärger und Wut. Das wirkt erhitzend, das heißt, und auch wenn man es runterschluckt übrigens, also sowohl wenn man es komplett auslebt und herumpoltert und Sachen herumschmeißt, als auch wenn man es runterschluckt und gar nicht zulässt. Also das ist total, das macht beides Hitze im Körper. Also auch das, auch wenn wir uns noch so kühlend ernähren sozusagen, können wir dadurch auch, kann auch Hitze erzeugt werden. Und was noch interessant ist, finde ich, man kann auch mit einer reinen Rohkosternährung Hitze im Körper erzeugen, weil extremes Yin in Yang umschlägt und umgekehrt. Das heißt, wenn zu viel Kälte da im Körper ist, dann erzeugt der Magen extra erst wieder Hitze, damit er das überhaupt irgendwie verarbeiten kann. Und dann kommt es plötzlich zu Sodbrennen und so weiter, was ein Zeichen für Magenhitze ist. Oder es kann andere Hitze entstehen, wenn wir uns nur kalt ernähren. Mhm.
Und auch so dieser Schlafmangel zum Beispiel auch, ist ja auch etwas, was viel Hitze fördern kann. Also wenn wir wirklich zu wenig Schlaf bekommen, weil wir in der Nacht ja Yin aufbauen. Und das Yin ist ja auch das. Und darüber schreibst du auch ganz viel, yinnige Ernährung, yinnige Lebensweise. Und der Schlaf ist ja da auch ganz, ganz wichtig, wenn es um Hitzewallungen geht, gell? Genau, genau. Und da habe ich vielleicht noch einen Tipp für alle, die mit Schlafproblemen zu kämpfen haben. Ja, kämpf nicht dagegen an, sondern versuch es anzunehmen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Das gilt natürlich auch für Hitzewallungen und so weiter. Je mehr wir dagegen innerlich ankämpfen, je mehr wir damit hadern und uns selber ärgern über uns selber oder über unser Schicksal, was auch immer, dass wir jetzt nicht schlafen können, dass wir jetzt schon wieder Hitzewallungen haben, desto schlimmer wird es. Ich denke, das ist auch etwas, was viele schon erlebt haben, aber ich glaube, es ist auch gut, sich das mal bewusst zu machen. Von der TCM her macht das auch wieder im Körper, macht Druck und Druck macht Hitze. Das ist wie im Druckkochtopf. Ja. Das erzeugt einfach Hitze. Und wenn wir dagegen zum Beispiel, also mein Tipp für Schlafprobleme wäre zum Beispiel wirklich, sich zu sagen, ah, jetzt habe ich einfach Zeit für mich alleine, jetzt kann mich niemand, es stört mich niemand, jetzt kann ich einfach meine Atemübungen machen oder ich kann mir irgendwelche positiven Affirmationen überlegen oder einfach für mich hinträumen, was Schönes ausdenken, was ich will, keiner stört mich. Und oft reicht das schon, dass wir da wieder einschlafen, wenn wir loslassen, den Wecker wegstellen, sodass dann nicht, dass wir nicht ständig schauen, wie spät ist und wann muss ich wieder aufstehen. Und auch sich selber zu sagen, mein Körper holt sich genau den Schlaf, den er braucht. Und ich kann auch mit wenig Schlaf gut funktionieren. Und das stimmt ja für die meisten Leute auch. Also einfach sich den Druck rauszunehmen, weil es einfach das Ganze nur noch schlimmer macht. Und ansonsten natürlich Yin aufbauen, genau, und Blut. Ja. Und du hast ja in deinem Buch ja auch ganz viele total schöne Übungen, die du ja zu allen möglichen Bereichen auch reingestellt hast. Und gerade wenn es so um diese Schlafstörungen geht, aber auch so, wenn ich wieder erwache, weil ich nass geschwitzt im Bett liege, mich umziehe und dann wieder nicht einschlafen kann, weil ich mir dann wieder vielleicht Sorgen mache, dass wann wache ich schon wieder auf, nass geschwitzt. So diese Zeiten auch zu nutzen, um so den Körper auch anzunehmen mit dieser einen Übung. Ich weiß nicht, darf ich sie verraten, mit diesen Körperteilen annehmen, ja, und sicher. Und zu den Körperteilen so ein Lächeln schicken. Das habe ich total schön gefunden, dass man dann, gerade wenn man im Bett liegt und vielleicht so Gedankenkarussell hat oder Ängste aufkommen, dass man so die einzelnen Körperteile hernimmt, die Füße zum Beispiel, und sich die Füße begrüßt und dann ein Lächeln in die Füße schickt und dann wirklich lächelt. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, mit dieser Annahme dieses Zustands, aber auch so dieser Annahme des eigenen Körpers in diesem Zustand. Weil der Körper verändert sich ja, der zeigt uns ja diese Signale, gell? Und da findet man ganz viele Übungen und Tipps, auch Entspannungsübungen in deinem Buch. Also es ist echt, ich habe es dir vorher eingangs schon gesagt, ich finde das Buch wirklich großartig. Darum empfehle ich es, weil ich zeige es jetzt noch einmal her. Also ihr findet sowieso den Link auch rund um das, rund um das Video. Ja, danke, liebe Anna, das freut mich natürlich sehr. Aber es ist war total wichtig, weil diese ganzen Themen eben mindestens genauso wichtig sind wie die ganzen Ernährungstipps. Und das ist dieser achtsame Zugang, den ich selber erst die letzten Jahre für mich kennengelernt habe und der mein Leben so viel besser gemacht hat, den freue ich mich immer, wenn ich den weitergeben darf, weil es eben sind ganz einfache Übungen und man muss nicht jeden Tag eine Stunde meditieren oder irgendwas machen, aber die Hand aufs Herz legen und sich selber so viel auch ein bisschen Mitgefühl schicken und sagen, da ist schon wieder diese Hitzewallung, ja, das ist echt unangenehm, ich sehe dich, ich spüre dich, ich bin jetzt da, okay, wir schaffen das. Und hinatmen und einfach und dann weitermachen. Einfach statt, weil ich glaube, viele von uns sind einfach so gewohnt, wir fahren über uns drüber, nein, wir müssen es jetzt, ist egal, ich arbeite es trotzdem weiter und das geht es nicht anders, ich kann mich das nicht drum kümmern, ich habe jetzt keine Zeit für den Blödsinn und das muss funktionieren, also diesen ganzen Druck, den wir uns selber machen und da einfach ein Gegengewicht mal überhaupt den Leuten zu zeigen, wie man es auch anders gehen kann. Schön. Schön, dass du dieses Buch geschrieben hast. Und in diesem Buch findet ihr auch eine lange Liste auch an Beschwerden, weil die Community auch vieles gefragt hat, auch ganz konkrete Beschwerden, also eben auch Schlafstörungen, Gelenkschmerzen
Unregelmäßigkeiten in der Blutung, eben Gewichtszunahme, Hormone. Also viele Fragen, die ihr auch gestellt habt, dazu findet ihr wirklich tolle Antworten, tolle Ansätze, Ernährungstipps, Kräutertipps, auch in der Katharina, ihrem Buch. Und vielleicht noch so abschließend, das, worauf wir Frauen uns dann wirklich auch so konzentrieren dürfen, ist wirklich so Milz und Mitte stärken, Leber stärken, auf die Nieren gut Acht geben und Leber-Qi-Stagnation vorbeugen, weil das einfach auch so all diese Beschwerden, die auch so gefragt worden sind, alle da einfach mit reingehören. Und vor allem auch wirklich so diese eigene Wertschätzung und diese Selbstliebe und diese Zeit und diese Aufmerksamkeit, sich auch selbst zu schenken. Gell? Ja, genau. Schön zusammengefasst, perfekt. Ja, und auf deinem Blog findet man ja auch ganz viele Tipps zu den einzelnen Punkten wie Leber und Niere und Milz. Also dort kann man sich auch informieren. Also ich finde deinen Blogblick so. Ja. Blog sowieso auch. Dann hätte ich noch einen Tipp, nämlich es ist so, dass sich in diesem Buch, es ist zwar am Anfang eine Tabelle drinnen, also in den Umschlagsblättern zu der Wirkung der Nahrungsmittel, also für was man welches Nahrungsmittel verwenden kann, aber was sich nicht mehr ausgegangen ist, ist die Tabelle mit der Wirkung der Kräutertees, also der einzelnen Kräuter, die westlichen Kräuter, die man für die Tees verwenden kann. Sie kommen zwar bei den einzelnen Beschwerden vor, zum Beispiel bei Herzrasen kann man Baldrian, Hopfen, ich lese es jetzt gerade da ab, Weißdorn etc. verwenden, bei Hitzewallungen, Salbeitee, Melisse, Hopfen etc. Aber einen Überblick, das findet ihr auf meinem Blog, weil das ist eben sich nicht mehr im Buch ausgegangen. Also wenn es interessiert, das kann man sich gratis runterladen, gleich auf meiner Startseite gibt es gratis Materialien und das ist eine Kräutertabelle aus dem Buch mit Yin und Yang im Wechsel dabei. Ohne dass man sich mit E-Mail anmelden muss oder irgendwas, einfach nur so zum Runterladen, weil es eben im Buch nicht mehr ausgegangen ist. Super. Als Tipp. Sehr guter Tipp. Also auf den werden sicherlich viele zurückgreifen. Katharina, ich sage im Namen von vielen, vielen, vielen Frauen, vielen lieben Dank für unser Gespräch und dass du dir die Zeit und die Muße und die Liebe genommen hast, dieses wunderbare Buch auch zu schreiben, sicherlich viele, viele Frauen bereits schon unterstützt hat in ihren Wechseljahren oder auch davor oder mittendrin. Und wenn ich dann in den Wechsel komme, werde ich definitiv mal kurz anrufen bei dir. Mache ich sowieso. Gerne. Gibt es noch irgendwas Abschließendes, was du Frauen, die Angst haben vom Wechsel oder so gerade so spüren, in den Wechsel zu kommen oder die mittendrin sind im Wechsel, mit auf den Weg geben möchtest? Einfach immer, egal was passiert, freundlich mit sich selber bleiben und offen für das, was passiert und sich vielleicht eben Vorbilder zu suchen, ältere Frauen, bei denen man sieht, okay, denen geht es wirklich gut, denen geht es vielleicht sogar viel besser als früher. Und das könnte bei mir doch auch sein. Warum nicht? Schön. Ich danke dir von ganzem Herzen und danke auch für deine wunderbare Arbeit, die du leistest, über deinen Blog und alles, was du so anbietest. Und hab noch einen wunderschönen Tag. Danke, Anna.